es war natürlich immer eine schöne, positive Überraschung, wenn dann eine weibliche Professorin vor einem stand und meine Betreuerin während der Bachelorarbeit. Die haben mich schon auch sehr geprägt und inspiriert. Ich bin Phyllis, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Materialwissenschaft und Werkstofftechnik hier am KIT. Meine Eltern, die kommen beide aus der Türkei, sind dort geboren und dann eben nach Deutschland gekommen. Und die beiden haben nicht studiert. Das heißt, uns wurde es jetzt nicht in die Wiege gelegt, Akademikerin zu werden. Meine Schwester, die hat dann ganz gut vorgelegt und sehr erfolgreich hier am KIT dann Lebensmittelchemie studiert. Und ich hatte das Glück, dass ich sie während meiner Schulzeit dann öfter in Karlsruhe besuchen konnte, in den Ferien. Und da war ich dann mit ihr auch in den Vorlesungen, in den Übungen, habe so ein bisschen das Studentenleben mitbekommen, wie hart, aber auch wie schön es sein kann. Das hat mir sehr gut gefallen, auch die Uni. So kam ich dann aufs KIT speziell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich ausgerechnet in der Batterieforschung lande. Ich wollte schon immer an innovativen Themen arbeiten und da dann eben auch an solchen tollen Projekten, die quasi was für die nächsten 10 Jahre dann auch machen. Das wusste ich schon immer, dass ich in dem Bereich dann sein will. Dass jetzt ausgerechnet die Batterieforschung ist, war nicht klar. Gerade heutzutage, wenn man eben zunehmend auf die erneuerbaren Energien umsteigen möchte, ist die Batterieforschung sehr wichtig, weil man dann auch Methoden braucht, um diese ganze Energie zu speichern. Und diese möchte man natürlich sehr nachhaltig und energiefreundlich dann auch entwickeln. Und da kommt dann Batterieforschung ins Spiel. Man kann die einzelnen Materialien weiterentwickeln, die Prozesse untersuchen, die in einer Batterie dann eben ablaufen. Und ich persönlich hatte jetzt immer großes Interesse, also habe es auch in meiner Bachelor- und Masterarbeit gemacht, ist, dass ich über die Lithium-Batterien hinausgehe und dann zum Beispiel an Natrium- oder Kalium-Batterien dann auch forsche, die eine nachhaltigere Alternative dann eben auch wären. Mein Studiengang ist generell recht klein, aber auch da hatten wir sehr wenig weibliche Vertretung, wie in so ziemlich allen technischen Studiengängen. Ich wurde dadurch jetzt nicht eingeschränkt. Ich würde mich definitiv nicht davon beeinflussen lassen, was die Männerquote in solchen Studiengängen ist. Das ist natürlich Arbeit und Fleiß, aber es muss man ja überall reinstecken. Von daher einfach das machen, worauf man dann eben Lust hat und wo man denkt, ja, dass man da eben auch dranbleiben möchte.